Marita Dressler ist wegen Körperverletzung angeklagt. Die Verkäuferin eines Drogeriemarktes ist seit wenigen Monaten bis über beide Ohren in den 20-jährigen Hilfsarbeiter Pascal Weigel verliebt und wünscht sich sehnlichst ein Baby von ihm. Dass ihr Traummann aufgrund von Rückenproblemen nicht arbeiten kann, stört sie nicht. Dass er stattdessen in der Nachbarschaft angeblich bereits zahlreiche Kinder gezeugt hat, will die Angeklagte nicht glauben. Oder ist sie doch eifersüchtiger, als sie zugeben will? Denn sie soll auf ein Pärchen brutal eingeschlagen haben, das gerade auf einer Wiese Sex hatte. Hat sie den Mann für ihren Freund Pascal gehalten? Sie ist Marita Dressler, geboren am 3. Juli 1989 in Jessenhain. Sie wohnen in Jessenhain, sind ledig und sie sind angestellt in einem Drogeriemarkt. Ja, genau. Und freitags und montags abends gehe ich immer noch in der Kneipe kellnern. Ich muss da schließlich eine Eigentumswohnung finanzieren. Am 26. August 2011 gegen 23 Uhr schließt sich die Angeklagte auf einem abgelegenen Teil des Grundstücks des Taekwondo-Vereins Jessenhain bei Berlin von hinten an Colin Haug heran, die gerade auf Johann Stoll sitzend Geschlechtsverkehr praktizierte. In dem Irrglauben, Colin Haug kopuliere gerade mit dem Freund der Angeklagten, schlug sie ihr mit ihrer Handtasche gegen den Hinterkopf. Durch die Wucht des Aufpralls kippte Colin Haug vornüber und prallte auf das Gesicht von Johann Stoll. Dies war für die Angeklagte vorhersehbar und vermeidbar. Colin Haug erlitt eine leichte Prellung am Hinterkopf und ein Hämatom um das rechte Auge sowie eine Platzwunde im Bereich der rechten Augenbraue. Johann Stoll erlitt durch den Aufprall einen Nasenbeinbruch. Strafanträge wurden form- und fristgerecht gestellt. Die Angeklagte wird somit der Körperverletzung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß § 223.1. Frau Dressler, wollen Sie sich zu diesem Vorwurf äußern? Natürlich möchte ich. Können Sie sich vorstellen, ich habe so Angst, dass mein ganzes Leben den Bach runtergeht wegen dieser blöden Anklage. Wieso? Zum einen wäre da mein Freund Pascal, den ich über alles liebe. Und wenn ich jetzt zu Unrecht verurteilt werde, dann glaubt er wohl wirklich echt noch, dass ich so eine eifersüchtige, kontrollsüchtige Furie bin, wie Sie mir unterstellen. Und Pascal hasst Eifersucht und Kontrolle über alles. Also Sie können sich sicher sein, dass ich mein Bestes gebe, dass hier niemand unschuldig verurteilt wird. Ja, hoffentlich. Ja. Zum Glück glaubt mir Pascal so lange auch, dass ich eben nicht so bin, wie Sie mir hier unterstellen. Naja. Schiss habe ich ja schon, dass ich hier verurteilt werde, weil wenn ich hier verurteilt werde, dann... Was ist denn dann? Ja, dann... Dann sind Sie natürlich womöglich gleich beide Ihre Jobs los. Das ist doch Ihre Angst. Erzählen Sie mir weiter. Natürlich. Wenn ich meine zwei Jobs los bin, dann kann ich meine Wohnung nicht mehr finanzieren. Mhm. Und dann stehe ich auf der Straße. Das wäre die Hölle. Also, ich verstehe, dass für Sie hier wirklich heute einiges auf dem Spiel steht. Das ist aber ganz normal vor dem Strafgericht. Und gerade deshalb sollten wir uns jetzt aber eigentlich mal diesem Vorwurf zuwenden, ja? Ja, haben Sie dazu was zu sagen? Ja, natürlich. Ich bin unschuldig. Ich habe die Colin nicht geschlagen. Ich habe dir überhaupt nichts angetan. Ich habe ja noch nicht mal Grund zur Eifersucht. Ach, im Laufe meiner Ermittlungen, da sind mir Gerüchte über Ihren Freund zu Ohren gekommen. Kennen Sie die Gerüchte? Natürlich kenne ich die Gerüchte. In der Siedlung wird ganz viel über ihn erzählt. Angeblich hat er zig Frauen und jede Nacht eine andere und ganz viele uneheliche Kinder. Naja, was soll ich sagen? Also, ich habe mit Pascal drüber geredet und ich glaube ihm, dass das alles nicht so stimmt, wie Sie das hier sagen. Also, ich würde es sofort merken, wenn Pascal mich anlügen würde. Tja, aber Tatsache ist, dass Ihr Freund Ihnen gegenüber behauptet hatte, er möchte einen Männerabend machen. Und was war in Wirklichkeit los? Er wollte zu diesem Sommerfest von diesem Taekwondo-Verein. Und da waren natürlich Dutzende Mädels. Ja. Aber das muss sie doch zumindest misstrauisch gemacht haben, oder? Nicht die Bohne, das war ja auch ganz anders an dem Abend. Pascal hat mich ja quasi darum gebettelt, dass ich mitkomme. Ich war ja diejenige, die ihm abgesagt hat und ich wollte einfach zu Hause bleiben. Und wieso wollten Sie nicht mit? Ja, ich hatte zu Hause drei Körbe Bügelwäsche vielleicht und ich wollte Pascals Kuchen, Lieblingskuchen eben backen. Und genau das habe ich auch gemacht. Und ich habe keinen Fuß aus der Wohnung gesetzt. Das sehe ich ganz anders. Sie haben beide Füße aus der Wohnung gesetzt. Ab zum Fest. Sie wollten gucken, was Ihr Freund da so treibt, so eifersüchtig, wie Sie waren. Dann war er nicht da. Sie haben ihn nicht gesehen. Und die Ex-Freundin von Ihnen, die Colleen, haben Sie auch nicht gesehen. Dann sind Sie übers Gelände gelaufen, haben geguckt, wo könnte er denn vielleicht stecken. Und dann sehen Sie im Gebüsch so ein Pärchen, das da gemeinsam Sex hat. Erkennen die Colleen, die da gerade auf einem Typen drauf sitzt, sind sich sicher, das muss mein Freund sein, und schlagen damit ihre Tasche zu. Und erst danach merken sie, Moment mal, das ist ja ein fremder Mann, das ist ja gar nicht mein Freund. Das ist so ein Blödsinn, das stimmt überhaupt nicht. Und selbst wenn ich da ein Pärchen beim Sex gesehen hätte, meinen Sie, da bleibe ich dann noch stehen und gucke dem beim Sex zu? Ich finde sowas total ekelhaft, echt. Also mein Freund würde bestimmt auch nichts mehr mit der Colleen anfangen. Nun soll allerdings die Colleen Haug am Nachmittag bei ihm gewesen sein und im Gespräch ihnen schon mal angedroht oder angekündigt haben, dass sie am Abend auf diesem Sommerfest ihren Freund anmachen wolle. Ja, das kann die doch 100-mal sagen. Also ich mache mir da keine Gedanken. Pascal will auf jeden Fall nichts mehr von der. Und Colleen ist ja auch eine Tussi bei uns in der Siedlung, ja, die erzählt nur Scheiße über den.
Und ja, die ganzen Tussis bei uns in der Siedlung haben sowieso nichts Besseres zu tun. Die sind ja allein, arm und verlassen und die labern den ganzen Tag nur Blödsinn. Hey, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Psst, Mädels, hey, Pascal, komm. Psst. Halt, hey, wie Pascal. Oh, stopp. Ja, von mir. Los mit euch mal. Ich will auch viel, wenn der Tag lang ist. Tut hier irgendwo Sozialamt auf meiner Stirn? Das ist ein Schreiben von meinem Anwalt. Ich werde deine Vaterschaftsfeststellungsklage gegen dich einreichen, sobald mein Kind auf der Welt ist. Und dann wirst du ordentlich sprechen, ja? Dein Kind, du sagst es. Ja, das ist dein Kind. Immer das Gleiche. Geht mal wieder zurück in den Hühnerstall, aus dem ihr gekommen seid. Ich kann die Hühnerstall lieber. Ist unser Sohn. Ich gehe morgen auch zum Anwalt und reich so eine Klage ein. Lass mich mal mit eurer Scheiße Ruhe, Alter. Verantwortung übernehmen, ne? Verantwortung? Du erzählst mir was über Verantwortung? Du hast doch mehr Typen hier in der Gegend gehabt, als so Leute. Ihr seid doch alle so, Alter. Außerdem, ich bin der Einzige von euch, der jetzt im Gegensatz zu euch mal ein Kondom benutzt. Ja, genau. Also, mach mal deine Hand runter. Lass mich mal in Ruhe. Lass mich mal in Ruhe. Das kann einfach wieder gehen. Ihr seid doch nicht fertig mit dir. Ey, ihr werdet von mir nichts mehr darüber hören. Ihr habt eure Kinder noch davon. Das ist jedes Mal so ein Arschloch. Scheißkerl. Das ist unglaublich. Und ich sag Ihnen noch was. Die wollen alle nur an Pascals Geld. Wie war's? An welches Geld denn? Ja, an Pascals Kohle. Entschuldigung, Ihr Freund ist Hilfsarbeiter. Soweit ich in der Akte gelesen habe, ist er arbeitsunfähig zurzeit, arbeitslos, krankgeschrieben. Wenn er so ein arbeitsunfähiger Hilfsarbeiter, wie Sie jetzt ihn nennen, ja, wenn das wirklich wäre, dann würden die Frauen bei ihm ja in die Schlange stehen und das ganze Geld wittern. Pascal hat nämlich richtig Talent und ja. Talent. Bald kommt er auch ganz groß raus. Und ganz groß raus. Als was denn? Als jüngster, arbeitsunfähiger Hilfsarbeiter mit den meisten unehelichen Kindern? Nein, als Entertainer und Musiker. Er hat nämlich bei zwei Autohauseröffnungen schon eingeschlagen wie eine Bombe. Und er hat nämlich richtig viel Talent. Ja gut, da kann man jetzt nicht gerade so richtig viel Geld verdienen bei einer Autohauseröffnung, oder? Ja, natürlich schon. Also er nimmt im nächsten Monat geht er ins Plattenstudio und nimmt sein erstes Lied auf. Und das mit dem ganzen Geld, was er da verdient, das wollen sich die ganzen Tussis nur unter den Nagel reißen, ja. Und deswegen erfinden die irgendwelche unehelichen Kinder, die es gar nicht gibt. Aber es gibt ja da auch noch eine gewisse Dame namens Katharine Lutz, die eine durchaus lebhafte Fantasie in Bezug auf den Tatabend hat. Denn auch wenn diese Freundin vehement bestreitet, ich bin überzeugt davon, dass sie es war, die da in Wahrheit auf die Colleen Haug eingeschlagen hat. Das Opfer hat immerhin kurz vor der Tat dafür gesorgt, dass Frau Lutz wegen ihr ihren Job verloren hat. Wenn das nicht mal ein Motiv ist, Herr Staatsanwalt. Ein Motiv reicht mir aber nicht. Also das hilft mich eigentlich überhaupt nicht. Ich bin ja eine friedliebende Person, ja? Aber wenn jemand dafür sorgen würde, dass ich meine zwei Jobs verliere, dann würde ich auch zuschlagen. Ach, dann und würden Sie es ja, machen. Dann, das ist interessant. Aha. Also Sie brauchen von mir auch kein Mitleid für Colleen erwarten, auch wenn ich das nicht war. Weitere Fragen? Ich habe keine Fragen. Danke. Mehr, dann tritt mir die Beweisaufnahme ein. Colleen Haug, bitte schön, und Sie setzen sich zum Herrn Verteidiger, bitte. Tag für Haug. Wie schaust denn du aus? Was willst du denn? Also dein Haarteil ist ja schon hässlich, wenn es richtig sitzt. Aber so geht mal gar nicht. Jetzt lassen Sie mal die Angeklagte in Ruhe, ja, und konzentrieren Sie sich auf das, worum es hier eigentlich geht. Ja? Dürfte ich vielleicht kurz zur Toilette gehen und gucken, was mit meinen Haaren los ist? Nein, dürfen Sie nicht, weil ich habe nicht den Eindruck, dass Sie das daran hindert, hier der Verhandlung zu folgen, oder? Also, als Zeugin müssen Sie hier die Wahrheit sagen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Das ist klar, hoffe ich. Ja. Sie heißen Colleen Haug, 19 Jahre alt. Sie wohnen in Jessenheim. Sie sind ledig, Sie sind arbeitslos. Sie haben auch keine Berufsausbildung, glaube ich. Nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Nee. Lass es doch einfach. Es wird eh nicht schöner. Ey, hör mal, Colleen. Nee, jetzt hören Sie mir, nein, jetzt hören Sie mir beide mal zu. Es gibt heute wirklich Wichtigeres als den Sitz Ihrer Frisur. Darum geht's überhaupt nicht. Es geht um den Tatvorwurf, den hat man Ihnen vorher vorgelesen mit der Anklage. Und der ist doch durchaus gravierend. Ja? Und dem möchte ich mich jetzt auch mal ungestört zuwenden. Einverstanden? Ja? Ja, okay. Also, es geht um den Abend des 26. August. Erzählen Sie mal, wie der abgelaufen ist. Also, es war Sportfest bei uns vom Taekwondo-Verein und meinem Onkel gehört da die Vereinsgaststätte. Und da sollte ich ab 24 Uhr ungefähr an der Bahn ein bisschen aushelfen. Ich war jetzt schon so um 20 Uhr ungefähr da, ich wollte noch was essen. Und ja, ich hatte an dem Abend auch echt Bock zu flirten. Und diese Taekwondoler, das sind ja auch echte Sahneschnitten. So wie Sie, Herr Staatsanwalt. Ich fasse das jetzt einfach mal als Kompliment auf. Ich glaube es ja nicht. Können Sie auch, Herr Staatsanwalt. Ich glaube es ja nicht. Du hast doch einen Freund, da schmeißt du dich an den Herrn Staatsanwalt ran, oder was? Ihr redet hier von Randschmeißen. Ich werde wohl mal nett sein dürfen zu so einem. Also jetzt kommen wir aber bitte wieder zum Punkt. Mann. Okay.
Also, Sie hatten an dem Abend Lust zum Flirten. So weit waren wir gerade, glaube ich, oder? Ich konnte mich auch vor Angeboten an dem Tag fast gar nicht retten. Das wäre das erste Mal, dass du dich nicht jedem Typen an den Hals schmeißt. So ein Quatsch. Also jetzt hören Sie mal auf, sich gegenseitig zu provozieren. Ja. Also, Sie waren ab 20 Uhr auf dem Sommerfest, habe ich richtig verstanden, oder? Was ist dann da passiert? Naja, ich habe dann, wie schon geplant, auch was gegessen und dann sah ich ihn, Johann. Der gehörte eigentlich gar nicht zum Verein, aber sein Chef hat irgendwelche Jogginganzüge gesponsert, was weiß ich. Auf jeden Fall war er da. Und ja, der saß dann da ein bisschen abseits allein. Dann dachte ich, leiste ihm mal Gesellschaft. Ja, wir haben uns dann ganz gut unterhalten. Und es wurde dann immer heißer zwischen uns. Da mussten wir ganz dringend mal an die frische Luft, wenn Sie verstehen, was ich meine. Du bist sofort, nachdem du den Kerl 2 Stunden kanntest, raus zum Poppen? Schätzchen, jetzt pass mal auf, es waren 2,5 Stunden. Wir sind erst so gegen 23 Uhr raus, okay? Was soll ich machen, wenn es uns im Gebüsch halt einfach so überkommt? Dann haben wir es da halt getrieben. Ekelhaft, ey. Warst du zu dem Zeitpunkt nicht schon schwanger? Ist doch gut, dann brauche ich mir um die Verhütung gar keine Sorgen mehr machen. Du bist so widerlich, ey. Naja, ganz so einfach ist es nicht. Mein Kondome nimmt man ja nicht nur, um Schwangerschaften zu verhindern, sondern auch schwerwiegende Krankheiten, AIDS, HIV. Ja, ja, ich weiß. Aber was soll ich denn machen, wenn es uns einfach so spontan überkommt? Naja, da sind wir halt im Gebüsch bei der Lichtung am Parkplatz. Also es liegt mir fern, hier Ihr Intimleben auszubreiten, aber für die Schilderung des Tatablaufs reicht man die so abstrakte Beschreibung des Geschlechtsverkehrs leider nicht aus. Das ist gar kein Problem. Ich kann Ihnen das hier gerne zeigen. Herr Staatsanwalt, wenn Sie so freundlich wären und mir vielleicht gerade zur Hand gehen, dann kann ich an Ihnen die Beschreibung des Geschlechtsverkehrs zeigen. Ich lehne dankend ab. Sie können gerne unserem Forschungsvermögen vertrauen. Ich denke auch. Wenn ich will, der hat schon. Also stellen Sie sich vor, Johann lag hier so auf dem Rücken. Und ich war jetzt in der Reiterstellung auf ihm und wir hatten Sex. Naja, also und nach ein paar Minuten... Also ich denke, wir können uns das auch so vorstellen, ja, wenn Sie uns mit Worten das erklären. Das kann ich, wenn aber Sie nicht, ich kann das nicht beschreiben. Ich finde da nicht die richtigen Worte. Lassen Sie mich das zeigen, dann wissen Sie ganz genau, wie es abgelaufen ist. Das ist doch für alle das Beste. Also, wir hatten eben dann so Sex und ja, nach ein paar Minuten langweilt es ja auch ein bisschen. Dann dachte ich, ich wechsle mal die Stellung. Und in dem Moment, als ich hochgehe, kriege ich mit voll Karacho eins gegen meinen Schädel. Ich knall nach vorne, direkt auf Johanns Gesicht. Ich sag's Ihnen, Herr Richter, überall Blut. Das waren Schmerzen. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist. Unwürdig für eine werdende Mutter. Wenn das ein Kind sehen könnte, das würde sich in Grund und Boden schämen. Nein, es wäre glücklich, dass die Frau, die uns das alles angetan hat, heute verurteilt wird. Nämlich du. Ich war das nicht. Natürlich warst du. Also das jetzt nehmen Sie mal bitte wieder Platz. Das war ja alles sehr, sehr anschaulich. Anschaulich ist allerdings das Verletzungsfoto auch von Ihnen. Da sieht man genau, wie Sie sich dabei verletzt haben. Und ich habe hier das ärztliche Gutachten. Aus dem geht hervor, dass sich eine leichte Prellung am Hinterkopf und durch den Aufprall auf der Nase von Johann Stoll ein Monokelhämatom rechts und eine Platzwunde über dem rechten Auge zugezogen haben. Und du hast uns das alles angetan. Wie haben Sie Frau Dressler denn gesehen? So direkt jetzt nicht. Ich war ja eigentlich auch mit was ganz anderem beschäftigt. Aber Johann, der hat sie gesehen. Das kann ich nicht gewesen sein. Ich war doch überhaupt nicht da. Natürlich warst du es. So ein Blödsinn, hör auf rumzulügen. Du hast gedacht, dein Freund Pascal würde unter mir liegen. Habe ich dir ja nachmittags noch angedroht, den heute Abend zu vernaschen. Pascal würde dich doch nicht mehr zurücknehmen. Und weißt du warum? Weil er nämlich zu mir gesagt hat, die Affäre mit dir war nun ein peinlicher Ausrutscher. Sie sollen ihr, haben Sie gerade gesagt, am Nachmittag angekündigt haben, dass Sie Ihren Freund am Baggern werden. Bei welcher Gelegenheit haben Sie ihr das gesagt? In welchem Zusammenhang? Naja, Sie wohnen ja zusammen und dann war ich eben da und wollte, dass sie mal ein bisschen Geld rüberwachsen lässt für mich und, naja, Pascals Sohn. Das ist nicht Pascals Sohn. Natürlich ist es Pascals Sohn. Als er bereits bei dir eingezogen ist, haben wir uns noch mal getroffen und der Schuss hat er wohl mehr als nur gesessen. Das ist eine gemeine Lüge und das weißt du auch. Du warst vielleicht an dem Nachmittag bei uns, hast aber nicht nach Geld gefragt. Du bist reingekommen, hast rumgeschrien und wolltest Sachen stehlen. Was hätte ich machen sollen, hm? Für diese hässliche Uhr hätte ich ja bestimmt noch was bekommen. Aber wenn du mir kein Geld gibst und von deinem Pascal brauche ich ja gar nichts erwarten. Der geht ja seit Monaten von einer Frau zur nächsten und schnort sich überall durch. Die Frage nach dem Vorleben von Pascal Weigel und nach der Vaterschaft ihres Kindes, die müssen Sie andernorts klären. Das ist hier nicht das Thema. Mich würde jetzt wirklich interessieren, haben Sie am Nachmittag bei der Begegnung mit der Angeklagten zu ihr ganz klar gesagt, dass Sie sich am Abend an den Pascal ranmachen werden? Ja, habe ich. Weil sie hat mich ja wortwörtlich aus der Wohnung rausgeschmissen. Und dann war ich halt sauer und hab sie ein bisschen provoziert. Und wie hat Frau Dressler auf diese Provokation reagiert? Ja, die ist aus allen Wolken gefallen. Sie ist davon ausgegangen, ihr Pascal macht sich einen Männerabend. Aber
Eigentlich wollte sie einfach nur nicht dabei haben, um sich wieder eine andere aufzureißen. Ich wusste von dem Fest. Ich wollte nur nicht mitkommen. Ach Quatsch, du warst auf 180. Und als ich dir gesagt habe, dass ich an diesem Abend Pascal aufreißen werde, da bist du dahin gefahren, hast mich mit Johann im Gebüsch erwischt und dachtest, es ist Pascal. Und dann hast du zugeschlagen. Die Lutz war's. Ach so, ein Quatsch. Ja, weil du ihr nämlich, weil du dafür verantwortlich bist, dass sie keinen Job mehr hat. Ja, da war sie ja wohl auch selber dran schuld. Da kann ich doch nichts dafür. Was war denn da vorgefallen mit der Frau Lutz? Ja, als Johann und ich uns so gut unterhalten hatten, kam die Frau Lutz und meinte, sie muss sich in das Gespräch einmischen und Johann erzählen, ich sei ja so eine Schlampe und er solle sich ja nicht auf mich einlassen. Ich bin sowieso nach einer Nacht wieder weg und er würde nur sein Herz an mich verlieren. Naja, und dann war ich halt sauer, weil sie mir das Ganze versauen wollte. Und dann bin ich halt mal zu ihrem Chef gegangen, der da auch auf der Party war, und hab ihm mal erzählt, dass die Lutz eigentlich die letzten 2 Wochen überhaupt nicht krank mit Hexenschuss zu Hause lag. Sondern? Die hat ihre Wohnung renoviert. Und das fand ihr Chef natürlich gar nicht so toll. Er meinte dann auch, dass sie eben fristlos gekündigt wird, wenn sich dieser Verdacht bestätigen sollte. Das heißt, Sie haben also die Frau Lutz verpetzt und die hat dann von heute auf morgen wegen Ihnen ihren Job verloren. Ja, aber da ist sie doch selber dran schuld. Was kann ich dafür? Hätte sie mir nicht versucht, das mit Johann zu verbocken, dann hätte ich sie doch gar nicht irgendwie bei ihrem Chef angeschwärzt. Hat die Frau Lutz sie eigentlich auf dem Fest angesprochen, dass Sie sie verpetzt haben? Nee, ich habe die ja dann auch gar nicht mehr gesehen. Ich bin dann mit Johann raus und da kam gar keine Begegnung mehr zustande. Aber ich schwöre Ihnen, sie war es. Ich weiß es zu 100%. Ich kann es gar nicht gewesen. Gut, noch weitere Fragen an die Zeugin. Keine Fragen, danke schön. Dann hören wir uns den mal an. Den Johann Stoll, bitte schön. Und Sie dürfen den Platz nehmen, Sie bleiben unverhalten. Herr Vorsitzender, Entschuldigung. Die Frau Jung hat mich gerade informiert, dass der Herr Stoll sich etwas verspätet. Der hatte wohl irgendwie eine Panne mit seinem Auto und wartet noch auf den Abschleppwagen. Der kommt dann später. Okay, ja gut, dann Pascal Weigel in der Zwischenzeit. Ja, und dieser Zeuge wird das Alibi meiner Mandantin ganz eindeutig bestätigen. Hey, Pascal, ja, dann schaut über eine Glaskugel. Bin ich jetzt endlich dran? Wenn Sie Pascal Weigel sind? Ja, na klar bin ich der Mann. Schatz, was ist denn los? Frag mich am besten gar nicht. Wieso sagen Sie endlich dran? Hey, hey! Der Moment, meine Damen, so geht's nicht. Hören Sie mal einen Moment zu, Sie können hier nicht wie wildgewordene Furien reinstürmen. Sie sind in der Gerichtsverhandlung. Ja? Aber wir haben wirklich verdammt wichtige Dinge mit Pascal zu klären. Das ist mehr als wichtig. Im Moment habe ich wichtige Dinge mit dem Herrn Weigel zu klären. Und ich muss ehrlich sagen, mein Anliegen geht mit Sicherheit vor. Ja? Sie haben jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder Sie wollen die Verhandlung sich ansehen, dann halten Sie den Mund, suchen sich irgendwo einen Platz. Wenn Sie nicht den Mund halten können, dann gehen Sie bitte wieder raus. Eigentlich ganz einfach, dann oder? Dann bleiben wir hier. Ja, alles andere können Sie nachher mit Herrn Weigel klären. Ja, Moment mal, ich schau mal eben. Wären Sie bitte so freundlich und würden zumindest für die beiden Damen, Richter, die schwanger. Entschuldigung, können Platz Sie mir bitte einen Gefallen tun, ganz vorne können weg? Sie können Sie diese Frau in diesem Hexenkessel bitte rausschmeißen? Ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Um Gottes Willen, ich werde niemanden rauswerfen, solange er sich hier ordentlich verhält. Keine Frage. Oh, das ist dir doch eh nur peinlich vor Marita, weil du die da hinten auch alle geschwängert hast. Wer hat dich denn gefragt, Pudelbacke? Jetzt mal ganz, ganz langsam. Ja? Ich möchte Sie als Zeugen vernehmen. Darum geht's. Und als Zeuge müssen Sie die Wahrheit sagen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Andererseits, 55 StPO, können Sie die Auskunft auf einzelne Fragen verweigern, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Angekommen? Jawohl. Gut. Sie heißen Pascal Weigel, 20 Jahre alt. Sie wohnen in Jessenhain. Sie sind ledig. Sie waren zuletzt Hilfsarbeiter. Jetzt sind Sie arbeitsunfähig. Oder? Ja, also das ist eine scheiß Geschichte. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall bereits mit 19 und ich würde eigentlich von Herzen gerne wieder arbeiten. Wirklich, ich liebe meine Arbeit und der Arzt hat mir verboten, mehr als 3 Stunden am Tag zu sitzen und das macht es mir momentan unmöglich. Eben wirkten Sie aber recht agil, als Sie da hereingekommen sind. Das ist ein bisschen wie beim Pissen. Im Stehen ist es leichter als im Sitzen. Ja, und im Liegen am allerleichtesten. Oder wie kommt man sonst mit 20 auf 5 Kinder trotz Bandscheibenvorfall? Frau, jetzt reicht's mir aber. Ich habe es gerade mehrfach gesagt, ich will nicht, dass die Verhandlung hier gestört wird. Ja, ja, und es geht ganz besonders jetzt für Sie. Ja? Ich will mich jetzt mit dem Zeugen unterhalten. Klar? Ja, okay. Verwandt, verschwägert mit der Angeklagten sind Sie nicht. Nein. So, Herr Weigel, Ihr Lebensgefährten wird vorgeworfen, dass Sie Colleen Haug während des Geschlechtsakts im Freien mit Ihrer Handtasche geschlagen haben soll. Ich nehme an, Sie wissen das. Ja, das weiß ich. Aber was ich noch weiß, ist, dass sie unschuldig ist. Und woher wissen Sie das? Das werde ich Ihnen sagen. An dem besagten Tag habe ich sie wirklich den ganzen Abend versucht, also wirklich ohne Punkt und Komma versucht, zu überreden mitzukommen. Aber sie wollte partout nicht mitkommen. Irgendwann habe ich gesagt, okay, man kann niemanden zu seinem Glück zwingen.
Bin da hingegangen, bin um 12 Uhr wiedergekommen und sie hat vorher gesagt, sie hat noch so viel Bügelwäsche gemacht und als ich nach Hause kam, war wirklich alles gebügelt. Ja gut, ich meine, ich weiß nicht, wie schnell ihre Freundin bügeln kann, ne? Zumindest kann jeder behaupten, dass sie deswegen nicht wegkommt. 4 Stunden lange Zeit, da schafft es schon mal zumindest auf das Fest zu gehen. Nein, so lange muss sie ja nicht da gewesen sein für die Aktion. Sie hat mir sage und schreibe meinen Lieblingskuchen gebacken, im Bett, als ich nach Hause kam, mit so einem Grinsen auf mich gewartet, okay? Und ich denke, wenn sie eifersüchtig, wütend oder sonst irgendwas gewesen wäre, ich meine, Sie kennen die Frau, dann wäre sie bestimmt nicht so gewesen. Na ja, Moment, wieso? Das ist ja nun mal so, sie hat auf Colleen Haug eingeschlagen mit der Handtasche, dann merkt sie auf einmal, das waren gar nicht sie, ein anderer Mann war das. Hm. Das heißt, sie hat sich geirrt, warum soll sie dann nicht natürlich zu Hause in Unschuldsengel spielen? Das ist doch eigentlich das Logischste. Ich halte das für ausgeschlossen, wenn Sie mich fragen, also. Außerdem, Marita ist überhaupt nicht eifersüchtig. Und zwar aus einem guten Grund, weil sie genau weiß, dass ich das auf den Tod nicht ausstehen kann. Genau, deswegen spielt sie ihr die Nicht-Eifersüchtige vor, weil sie es eben nicht ausstehen können. Ich bin nicht eifersüchtig. Das glaube ich ihr nicht. Gucken Sie mal nach rechts kurz. Ich zähle mal für Sie. 1, 2, 3, 4, 5 Frauen, wenn ich es richtig verstanden habe, Sie sind auch schwanger, ne? Haben wir 3 schwangere Frauen und da sitzt Ihr Freund und ihr sollt allen was gehabt haben. Da sind Sie nicht eifersüchtig. Natürlich nicht. Ich habe es Ihnen doch eben schon mal erklärt. Ja, die ganzen werden Sie 10-mal erklären. Ja, die ganzen Weiber wollen doch nur an Pascals Kohle. Ja, ja. Und deswegen erfinden die irgendwelche Geschichten. Ja. Pascal hat keine unehelichen Kinder. Hm? Genau das. Okay? Und außerdem, seien wir mal ehrlich. Denken Sie wirklich, wenn ich mit diesen Frauen irgendwas gehabt hätte, hätte ich kein Kondom benutzt? Hätten Sie Lust? Weißt du noch, was das ist? Bei mir hast du auch nie ein Kondom benutzt. Und das ist das Ergebnis, mein Freund. Ich habe jedes verdammte Mal ein scheiß Kondom benutzt, okay? So ein Außerdem Quatsch. Macht ihr diesen ganzen Affentanz doch nur, weil ihr an mich rankommen wollt, wegen meinem Plattenvertrag, den ich bald in der Tasche habe. Ja, haben Sie den Plattenvertrag denn schon unterschrieben? Bitte was? Ja, ich meine, wenn Sie jetzt so sicher von ganz viel Geld ausgehen, dann wäre das doch die Voraussetzung, dass man einen Plattenvertrag schon unterschrieben hat. Also, ich sag mal, unterschrieben jetzt direkt noch nicht, aber es ist alles geklärt. Produzenten ist ein guter Bekannter von mir und ich habe das geklärt, gehe nächste Woche dahin. Ja, ich meine, das ist Papierkram. Wo gehen Sie hin? Ins Studio. Ah, in welches Studio gehen Sie denn da? Also die genaue Adresse habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ja, der Name des Studios würde mir eigentlich schon reichen.